zurück in die Position. Schulterblatt auf die Bank drücken. Nach hinten nach unten drücken. Ellbogen unter der Hantel. Und jetzt geht es gerade hoch. 4 Sekunden runter. 4, 3, 2, 1. 1 Sekunde Pause. Push. Und 4, 3, 2, 1. Und push. Schulterblätter schön auf die Bank drücken, nach hinten unten. Die Ellbogen sind minimal gebeugt, Handgelenk ist gerade. Und jetzt gehst du raus in den Fly. 2 Sekunden nur, 1 Sekunde Pause und komm hoch. Zack, nur bis da, wo Spannung auf der Brust bleibt. Zack, unten kurz einmal innehalten. Und hoch. Schön, genau. Und jetzt Stretch unten schön spüren. Okay, langsam runter. 4, 3, 2, 1, 1. Push. Super. 4, 3, 2, 1, 1. Push, Schulter bleibt hinten, komm, 4, 3, 2, 1, 1, push. Hantel liegt auf der Brust auf, Ellbogen ist unter der Hantel, Handgelenk ist gerade. So, push raus, boom, direkt runter, 2, 1, 1 Sekunde Pause und push. Und 2, 1, 1 Sekunde Pause, boom. 4 Sätze, 4 bis 6 Wiederholungen, zügig hoch. Keine Pause, 4 Sekunden runter, 1 Sekunde Pause auf der Schulter und direkt wieder hoch. Also, los geht's. Bumm. 1, 2, 3, 4. 1 Sekunde Pause und hoch. Bumm. 1, 2, 3, 4. Du machst einfach weiter. Handgelenk schön gerade. Ellbogen ist unter der Langhantel. Rücken ist gerade, Po ist angespannt. Das ist wie bei der Plank, ist in der Position jetzt. Der Ellbogen ist schön eng am Körper. Und jetzt geht's langsam runter. Und bumm, schnell hoch. Langsam runter und push. Langsam runter und push. Der Kopf ist eine Verlängerung der Wirbelsäule. Super.